reiner Wahnsinn. 4 Uhr morgens und noch alle in Stimmung. Wir sind richtig. Das ist Kelly Patterson, die Kleine, die auf dem Zeitungsfoto neben deiner Tochter steht. Der Schuppen gehört ihrem Alten. Ich versuche, irgendwie an sie ranzukommen. Wir müssen schließlich verhindern, dass du in Versuchung gerätst. Gut, dann sprichst du mit der Tänzerin. Ich rede mit ihrem Vater. Schon unterwegs. Pass gut auf. Zeig, was du Was machst du hier, Jean? Ich schaue mir an, wie du mit Mutter den Lady Be Good Walzer tanzt. Ihr tanzt so schön. Da merkt man, wie sehr ihr euch geliebt haben müsst. Hätte Fred Astaire euch gesehen, wäre er sicher erblasst vor Neid. Das scheint mir nun doch etwas übertrieben. Hältst du es eigentlich für krankhaft, Dad, wenn es einer Rollstuhlfahrerin gefällt, anderen beim Tanzen zuzusehen? Ich meine nicht die Art, wie meine Schwester tanzt. Das ist nicht Tanzen, sondern Aerobic. Ach, was du da tust, das ist Tanzen. Stimmt's? Du könntest es immer noch. Wenn du nur wolltest. Und du auch. Gewiss, Dad. Wir müssen nur alle halbe Stunde die heißen Umschläge wechseln. Und wenn ich mit den Krücken Schwung hole, komme ich bestimmt einen halben Meter weit. Auch Astaire ging am Stock und tanzte weiter. Da hat ein Tänzer 2 Töchter. Die erste dreht Pirouetten wie er, die zweite ihre Räder am Rollstuhl. Während die eine Tochter ziemlich ruhig ist, hat die andere ein freches Mundwerk. Meinst du, sie ist wirklich so viel ruhiger? So langweilig wie Isadora Duncan? Okay, das war gemein. Wie sie mich wohl nennen mag. Krüppel. So nennst du dich ja wohl auch selbst. Hey, Moment mal, ich habe 2 Schritte gemacht gestern. Ich weiß. Oh, jetzt kommt der verliebte Pirat. Das ist meine Lieblingsstelle im Film, wenn du den Piraten tanzt. Mr. Patterson, schön, Sie persönlich kennenzulernen nach all den Telefonaten. Ich bin Jonathan Chan und das ist Mr. Leaker. Würden Sie uns jetzt allein lassen? Ihr Vater und ich haben etwas Wichtiges zu bereden. So, meinen Sie? Jill, tu, was er sagt. Füße weg, Gentlemen, sonst fahre ich Ihnen die Zehen ab. Darf ich bitten? Thank you.
Ich kann es nicht. Doch, Sie können es. Es kommt aus dem Herzen. Wer ist da? Eine helfende Hand aus der Dunkelheit. Sie müssen auf die Stimme Ihres Herzens hören. Versuchen Sie noch einen Schritt. Was hindert Sie? Sie können es. Kommen Sie einfach mit. Stellen Sie sich vor, dass eine Schnur gespannt ist zwischen uns. Sie hält. Ein Schritt bloß. Sie können es. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich wieder zurückbringen. Jetzt haben Sie Ihre gute Tat für heute hinter sich. Schade, es war leider umsonst. Sie kommen zu spät, wenn Sie hier Tänzerinnen sehen wollen. Da müssen Sie zu meiner Schwester gehen. Es muss hart sein. Was? Eine Schwester zu haben, die wie ein Engel tanzt? Es ist ein Erlebnis. Jeden Abend schaue ich ihr zu. Krüppel sind sehr genaue Beobachter. Wieso sind Sie hier? Ich muss zu Ihrem Vater. Wer sind Sie? John Peter McAllister. Und Sie? Ich bin Jill Patterson und... Krüppel, ich hab's begriffen. Krücken können gefährlich sein. Wenn sie erst mal laufen, wird sie niemand mehr beleidigen. Die paar Schritte haben mir wirklich gut getan. Es war, als wenn ich ein richtiges Gewicht in meinen Füßen gespürt hätte. Als hätten mir die Füße gehorcht. Es sah wunderbar aus. Jill, ich... Oh, Paps, hier möchte jemand zu dir. Vier gebrochene Rippen. Lika? Der Typ kam und dann war's dunkel. Du hattest keine Chance. Hier ist Charlie Patterson. Tja, dann nehmen Sie doch einen Kredit auf oder verkaufen irgendwas. Sie schaffen es schon. Ein bisschen Sparsamkeit ist gut für die Seele, Mr. Patterson. Reden Sie mit Ihrer Tochter. Noch ist sie wohl auf. Bis 3 Uhr nachmittags haben Sie Zeit. Ich werde das Geld besorgen. Enttäuschen Sie mich nicht, Mr. Patterson. Ich hasse es, so unendlich enttäuscht zu werden. Wiedersehen, Sir. Kelly. Wir finden Sie. Wir müssen doch bloß nach Chinatown fahren. Niemand wird dir die Tür aufmachen. Oder dich verstehen wollen. In Ihren Augen wird nur Furcht sein. Jill, Sie müssen uns helfen. Sie bitten mich, in die Höhle des Löwen zu fahren? Ganz genau. Trauen Sie es sich zu. Meinen Sie das im Ernst? Ausgerechnet ich? Sie vergessen, dass ich an den Rollstuhl gebunden bin. Was habe ich zu tun? Das Geld übergeben. Zeigen Sie mir das Geld. Wo ist meine Schwester? In Sicherheit. Hier war ein Tausch ausgemacht. Ich will meine Schwester. Ihre Schwester wird bald zu Hause sein. Ich gebe Ihnen mein Wort. Sie haben Glück, dass ich nicht aufstehen kann. Ich würde sagen, es ist Ihr Glück.
Und worin besteht nun das Unerwartete? Ihm muss etwas zugestoßen sein. Ihm doch nicht. Und wieso kam er nicht? Vielleicht haben wir ihn nur nicht gesehen. Charlie, wie wär's mit einem Step für uns? Wir haben eine kleine Geburtstagsüberraschung. Auf meinen eigenen Füßen stehen. Wollen wir tanzen? Da fragst du noch. Ich denke, es ist genug für heute. Sonst werde ich vielleicht eine Konkurrenz für dich. Hey Jill, komm mal mit. Übrigens habe ich heute mit Terry gesprochen. Sie ist nicht ihre Tochter. Es tut mir sehr leid. Wir finden sie schon. Sicher. Auf dein Wohl, Charlie.